Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir sind, wenn man es so nennen möchte, noch im Tutorial. Hat sie gerade eine Fliege gefangen oder so? Und der Typ hier, mit dem wir unterwegs sind, wissen wir nicht, wie er heißt. Bin mir gerade nicht sicher. Haben uns gesagt, wir sollen nicht das Schloss knacken und mal hier rein. Gucken wir mal. Aha. Alles klar. Wir haben hier gerade ein Problem. Ah, jetzt geht's. Also ihr seht hier da die Wand. Da ist irgendwie rechts daneben eine Wand, die eigentlich gar nicht existiert. Naja. Wie kommst du hier rein, ha? Shortcut. Okay. Not exactly an angel in life, were you? Doch. Ich kann auf mich aufpassen. Ich hatte schon so meine Momente. Das zweite stimmt sogar bei mir auch. Cool. Now, if you want a lesson on how really not to act, take notes from those Sabbat assholes. You're a big bad vampire. Yeah, great, congrats. Now keep it to yourself. You go roar and you beat your chest and that's what you can expect. Okay. Warte mal. Ich habe doch noch immer diese Liste meiner Bekannten von der Highschool. Warum soll ich es dir nicht erzählen? Ach, so ein Schwachsinn. Würde ich ja nicht niemals sagen. Okay. It's the same reason you don't let humans see you feeding. It's why the wolf doesn't want the sheep to know he's there. It's also why you don't go juggling dumpsters or outrun the 815 from Sacramento. And it's why you didn't know any of this when you woke up this morning. Ach, jetzt verstehe ich. Keep our secret secret and you make things easier on all of us. We're living in the age of cell phone cameras. Fuck-ups ain't tolerated. Makes sense enough, right? Well, it ain't a casual thing for a fledgling like you. Was soll das heißen? Was könnte denn passieren? That party back there with the guy in the suit and the Magilla Gorilla? The assholes that put your sire to death? That's the Camarilla. They make a tidy business out of enforcing vampire laws like this one. Okay, also die sollten wir uns merken. Die Camarilla machen irgendwelche Gesetze. Ich verstehe, Camarilla, das sind also die Guten unter den Vampiren? Fragen wir mal, weil dann erzählt uns vermutlich mehr. Yeah. I'll tell you what I think some other time, maybe. I like to let people form their own opinions. Okay, das ist eine gute Einstellung. Na gut, was jetzt? All right, now don't worry, because I know the area a little. You know what? I'm glad we're in this situation, you and I. It illustrates a point. You gotta utilize your surroundings. Okay, aber was heißt das denn genau? You do what you gotta do. Theft, destruction of property, breaking and entering. These will be the least of your sins before the night's out. So look around here. You gotta get out the back there through that magnetically sealed door. There must be a key someplace. Ich werde sie schon finden. Okay, Bereichsindikator. Das Symbol links zeigt eine Kampfzone an. Kampfzone. Alles ist erlaubt. Das ist tatsächlich jetzt wichtig. Also da würde ich mir ein bisschen Zeit nehmen, das alles zu verstehen. Klar macht unser Tutorial immer so schnell, schnell. Sorry, wenn ihr wieder meinen Stuhl gehört habt, musste mich umsetzen, weil wie immer saß ich auf meinem Bein. Kampfzone, alles ist erlaubt. Maskerade, waren Sie die Maskerade? Elysium, für Vampire neutraler Boden, keine Kämpfe oder Disziplin erlaubt. Und Maskeradebrüche wäre zum Beispiel, wenn wir da anfangen, Menschen zu töten. Ist klar, ist nicht so gut, sollte man nicht unbedingt einfach so machen. Und auch wenn wir irgendwelche Disziplinen haben, also irgendwelche Sachen machen, die irgendwie komisch aussehen für Menschen, nicht natürlich, übernatürlich halt, ist das auch ein Maskeradebruch. Und in der Kampfzone dürfen wir einfach alles machen, weil alles wurscht ist, weil sowieso jeder sterben darf. Und im Elysium dürfen wir nichts. Also mal kurz erklärt. In den Maskeradegebieten kann der Maske... Oh, na super, ich überspring's. Das ist nämlich genau das, was ich gerade erzählt habe. So, jetzt müssen wir eine Magnetkarte finden. Das fand ich auch so cool. Das ist auch nicht normal für so ältere Spiele, dass man so Sachen durch die Gegend werfen kann. Das war nicht alles, aber so Stühle zumindest. Es hackelt aber ein bisschen. Also so jetzt überhaupt nicht, aber hin und wieder habt ihr ja gesehen. So, jetzt ist hier schon wieder an manchen Stellen. Weiß nicht, was woran das liegt. Computerpasswort für Autoschieberei. Chop Shop. Time, ein Darling. So, dann gehen wir hier mal dran. Wenn Sie den Computer benutzen, das lasse ich. Ich weiß, wie man den benutzt.
Jetzt fail ich wahrscheinlich. So, safe. Schauen wir, ob wir das so rausfinden. Ja, sieht gut aus. Also klar stand's da, das weiß ich schon. Aber ich wollte mal schauen, wie gut sie hacken kann. So, entriegeln. So funktioniert das hier. Ganz easy. Weiter mit Eingabetaste. Escape gehen wir raus. Jetzt müsste der Safe offen sein. Ja, das weiß ich auch. Hier, zack. Magnetkarte für die Tür zur Autoschieberei nehmen. There we go. Now take that key card and head out the back. I'll meet you out in the alley there. I'm gonna check out things from topside. Okay. Okay. Da wurde erklärt, dass alle unsere Schlüssel eben auf dem Schlüsselbund liegen. Also auch die Magnetkarte ist sozusagen hier am Schlüsselbund, auch wenn es unrealistisch ist. Aber damit wir uns das Inventar eben nicht mega zustopfen mit Schlüsseln und so. Hier, das ist auch dieses komische Wackeln, ne? War das schon immer so? Hier habe ich keine Probleme. Aber ich spiele das halt einfach lieber so. So, kann ich hier noch. Ah, nee, da war nur der Computer. Gut. So, mit der Magnetkarte ging das auf. Super. Da müsste er jetzt sein. Oh, je. Schauen wir, was er drauf hat. Wie cool das auch aussieht, ne? Also für damalige Verhältnisse war das schon echt cool. Sie wurden vom Sabbat verwundet. Dieser blaue Balken stellt Ihre aktuelle Gesundheit dar. Wenn Sie Schaden nehmen, wird er schwarz. Wenn Sie keine Gesundheit mehr haben, leiden Sie den endgültigen Tod und das Spiel ist vorbei. Ihre Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit. Wenn Sie trinken, regeneriert sich Ihre Gesundheit viel schneller. Wenn Ihre Gesundheitsanzeige gelb wird, bedeutet das, dass Sie schwer heilbaren Schaden erlitten haben. Bestimmte Dinge im Spiel wie Feuer verursachen schwer heilbaren Schaden. Es dauert viel länger, sich davon zu erholen, als von normalem Schaden. Das ist auch eine wichtige Info. Okay. Na du? Fucking waste of unlife, these Sabbat-Vatos. You get winged? Hey, look at them potholes. Those will close up soon enough. Ja. Better feed, though. There's someone down the stairs here. It's not the freshest catch, but it'll do. Was macht das für einen Unterschied? Blut ist Blut, oder? Nee. Now, when it comes to feeding, it's quality blood you're looking for, not the quantity. Bums and lowlife don't pack the same punch that a healthy, well-bred human will. Juice bags with a pedigree, that's the good stuff. But you gotta take what you can get. You ever had a PhD, kid? Ooh, that's good stuff. Ach, wenn du das sagst. Remember what I said, though. Don't kill them. At least not the innocent Natürlich ones. nicht. You're a monster now. Make no mistake. One of the damned and the fallen. You need to hold on to every last shred of humanity you Das have. werde ich. Sagen wir mal, ich würde etwas über die Stränge schlagen. Was dann? An innocent's an innocent. You kill one. Even a worthless bum, even by accident, and it's gonna cost you a piece of your own humanity. Bring you closer to that beast you got welling up inside you. Das Tier? Was genau ist das? Ich habe diese Pittigen langsam satt. Ich gehe die Dunkelheit trinken. Nee. So assi sind wir nicht. The beast, it's always there, waiting to take over. When it does, it's like a wild animal wearing your skin. Desperate, scared, reckless. He'll do anything to survive, and it's you that has to deal with the consequences. Ich darf keinen töten, ganz schön strenge Regeln. I said innocent humans. If some asshole levels a 12-gauge your way, you drain him, skin him, and bash in his skull. Self-preservation is a vital part of humanity, after all. My favorite part, in fact. Der ist so sympathisch, das gibt's gar nicht. Ich liebe ihn. Ich glaube, ich kenne die Folgen. The only way to fight the beast is to keep in touch with your humanity and don't go hungry. It's a fine line. All right, Verstanden. now go feed. Careful though, he's gonna drain fast. Bin gleich wieder da. Na gut, hier runter. Go on, I'll be right here. Immer wenn so Gespräche anfangen oder irgendwie sowas ist, dann stockt's ein bisschen.
Und ich glaube eben, dass es bei der ersten Aufnahme nicht war und ich habe nichts verändert. Vielleicht müsste ich es einfach mal neu starten. Das ist komisch. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist für euch. Ich meine, diese Infos sind jetzt auch nur während des Tutorials da. Also da wird es nicht so stocken. Ja, das interessiert mich nicht. Also das interessiert mich nicht, ich weiß es schon. Ich habe nur erzählt, dass wir nicht ihn ausdrücken sollen. Wie ihr seht, geht da oben jetzt der Balken viel schneller leer. Weil es ein Mensch ist, der halt nicht qualitativ hochwertiges Blut hat. Nicht so wie der davor. Schlimmer als der Hals von diesem Penner, der hat so schal geschmeckt wie ein paar alte Tennissocken. Ich glaube, ich habe noch immer Fäden zwischen den Zähnen. Na gut, ich denke drüber nach. Ja, also Ratten dürfen wir töten, wurde uns erklärt. Und das ist auch so ein Ding. Hätten wir, es gibt einen Clan, Ventru waren das, glaube ich. Wenn die von Pennern trinken, übergeben die sich und Ratten können die gar nicht trinken. Das würde uns der Herr im Tutorial auch sagen, dass wir von dem und dem Clan sind und dass wir deswegen die Ratte nicht trinken können. Chop Shop, Ghoul Town. Na gut. Ich weiß, dass sie hier nicht sind. So. Aber so viel gibt es hier auf jeden Fall nicht zu finden wie jetzt in neueren Spielen generell. Da wurde sowas nicht so heftig gemacht früher. Trinkversuch fehlgeschlagen. Ratte. Jetzt hat. Trinken wir aus. Komplett. Da ist der Balken so gering. Ja. Ich glaube, die eine reicht, oder? Schmeckt mir nicht. Die können mir ihr Tafelsalz für meine Ratten geben. Nachdem ich eine davon probiert habe, kann ich es ihnen nicht verübeln. Das erste einfach nur aus. Einfach nur, weil ich so bin. Keep it down. Got someone around the way here. Okay. Nur ein Typ allein? Not too much of a threat by himself, but you never know if there's more in shouting range. You're gonna have to sneak past. Und wohin soll ich The schleichen? building across from us with the garage door. There's some double doors on the far side. I'll meet you inside. Just stay low and stick to the shadows and don't let him see you. Okay, ich tue mein Bestes. Bis All gleich. right, go. Schon weg. Genau. Die Anzeige links gibt die Nähe der Feinde an. Grün bedeutet, sie sind sicher. Gelb bedeutet, dass man sie vielleicht sieht. Rot bedeutet, dass man sieht sie garantiert, wenn man in ihre Richtung blickt. Ihre Chance, unerkannt zu bleiben, hängt von ihrer Begabung schleichen ab. Wenn sie entdeckt, sagen ihre Feinde oft etwas Entsprechendes und sehen nach. So, mache ich mich gleich mal klein. So, jetzt können wir mal das gleich mal ausprobieren. Ihr seht ja, ich benutze gerade das Mausrad. Ich möchte jetzt Auspicks versuchen. Wir können natürlich immer hier in dem Menü bei Details nochmal nachlesen, was das ist. Ich mache schon fast ein Tutorial gerade, oder? So, ich möchte das jetzt ausprobieren und schauen, was das bringt. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das noch gar nicht benutzen offiziell. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich das ja noch nicht gelernt habe, macht es nichts sozusagen. So. Es wird immer. Oh, hier ist er, okay. Ich glaube, ich muss hier hin. Der hat wieder eine Abkürzung genommen. Seems that shovelhead outside just got separated from his pack. He's wounded too. Go take care of him. Don't worry, he's probably greener than you. Glaube ich nicht. Wie kommst du darauf? Das wäre dann ganz schön. Das wäre ganz schön grün. Natürlich nicht so geil. Wie kann das sein? Ich tue mein Bestes. Klingt gut. Ich wollte eh etwas frustlos werden. Ich tue mein Bestes. Ich bin zur Vorsicht geboren. Ich werde dran denken. Bis dann. Okay, bin hier dabei.
Um waffenlos anzugreifen, rüsten Sie sich mit Ihren Fäusten aus und greifen dann an. Drücken Sie wiederholt die Nahkampftaste Standard F1 klar. Linke Maus ist eigentlich, bis das Fäustesymbol im Nahkampfwaffeninventar markiert ist. Ach so, auswählen mit. Ja. Die Begabung waffenloser Kampf ist eine Kombination aus Körperkraft und Handgemenge. Sie hat direkten Einfluss, bla bla. Um die Fäuste wegzunehmen, drücken Sie die Zurückstecken-Taste H. Drückend halten Sie die Angriffsmodus-Taste. Angriffsmodus. Ach so, Tab kann ich abwehren. Ich habe ja eh schon meine Fäuste gewählt. Unten links sieht man das. Wenn ich hier auf Inventar gehe. Oder was stand da? F1. Ja, das ist direkt das. F2 sind dann die Fernwaffen, Fernkampfwaffen. So. Wir haben jetzt hier schon unsere Fähigkeiten. Sollen wir da mal was ausprobieren? Oder machen wir das mal ohne? Also ich glaube, dass ich bin halt ein sehr schwacher Clan noch. Das muss man schon mal sagen. Töten Sie das Sabbatmitglied draußen. Was könnten wir denn hier? Da könnten wir das nehmen, oder? Feinde in der Nähe des Charakters wird es übel. Sie erbrechen Blut, schadet sowohl normalen als auch übernatürlichen Feinden. Läuterung heißt das. Blutgeschoss, Blutläuterung. Wir können hier mal testen, wie das so ist. Ah, doch, jetzt geht's. Ach, das hätten wir schon. Ah, dann haben wir unsere erste Waffe. Sie haben sich in meinem Montiereisen aufgenommen. F1, ja. Genau, das haben wir auch schon. So, zack, jetzt hätten wir das ausgerüstet. Und auch noch wichtig. Eigentlich, Moment mal. Genau, wenn ich direkt ins Inventar gehe, also auf I klick, dann. Ah, genau, dann steht hier alles da, wie viel Kraft die Waffe hat und so. Es kann sein, da muss man darauf achten, wenn man halt viel geskillt hat, viel Handgemenge und sowas geskillt hat, dann kann es unter Umständen sogar sein, dass die bloßen Hände mehr Schaden machen als eine Waffe. Hier ist jetzt das Schadenspotenzial eigentlich gleich. Der Grundschaden ebenfalls. Gut, die Tödlichkeit ist erhöht. Also ist es noch, also auf jeden Fall besser als unsere Hände. What's that? Sounds like we got another pack moving in, though. The Sabbat are going all out. We better head underground, avoid stray bullets. Klingt nach einem guten Plan. All right, head down into the basement through the grate in there. Keep that tire iron handy. I'll be there in a minute. Krass. Achso, wir müssen da lang, okay. Ich dachte, dass hier schon so ein Nosferatu-Weg ist. Na super, ich kann super gut Leitern klettern in den Spielen. Ist so eine Krankheit von Zale und mir. Oh. Ah, okay, Leute, das ist jetzt eine Sache, die schreibe ich mir auf. Das ist verdammt wichtig, das brauche ich bis zum Schluss. Und ich merke es mir nie. Nur, dass ich weiß, was ist. Also, rot. Beherrschung. Blau. Überreden. Rosa ist verführen. Grün ist einschüchtern. Na gut. Wir gucken jetzt Stop! mal. You! Just stay back. Keep your distance. Now, who the hell are you? You involved in all this? Because I'm gonna raid this in, and SWAT will be all over this place. Sie werden mir den Weg nach draußen zeigen. Nein, aber wenn die Polizei kommt, schicken Sie die Scharfschützen hier runter. Wollen Sie das? Die meisten Männer fürchten mich erst, wenn es schon längst zu spät ist. Wow, klug und sexy. Vielleicht bin ich das und vielleicht ist mein Spaß noch nicht vorüber. Ich versuche es mit Beherrschung. Der ist so schlecht synchronisiert. Sie gehen vor. Bleiben Sie lieber hier, es ist zu gefährlich für Sie. Jetzt habe ich Menschlichkeit gewonnen. Dadurch, dass ich eben ihn nicht umgebracht habe.
Also ich habe ihn ja nicht mitgehen lassen, sonst wäre er vermutlich vielleicht gestorben, das weiß ich wirklich nicht. Und ich liebe eben die Beherrschungsantworten. Habt ihr gesehen, dass er so einen hellblauen Kreis um den Kopf gehabt hat? Das war eben, weil es geklappt hat. So, das ist natürlich in Ordnung, das darf ich muss ja essen. Ich trinke ihn ja nicht aus und ihm geht es gleich wieder super. Ah, hier ist einer. Also uns wurde heimlich töten erklärt. So. Geht nicht. Muss ich eine Waffe ausrüsten? Geht's jetzt? Ah. Die Waffe war nicht ausgerüstet tatsächlich. Also meine Fäuste. Na du? Not sure what's going on. Sounds like the Sabbat's getting scattered. I'm gonna keep an ear to the ground. Be careful going forward here. Could be a whole mess of them holed up. Je mehr, desto besser. Na, großartig. So viel Glück hab auch nur ich. Ich möchte auf jeden Fall das Tutorial in dieser Folge fertig machen, auch wenn sie dann ein bisschen länger wird. Aber dann starten wir direkt was Cooles. Disziplin sind ihre vampirischen Fähigkeiten. Okay. Genau. Also Blutmacht ist das, was jeder Vampir hat. Das, wenn ich das verwende, erhöhen sich andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Schlösser knacken. Eigentlich nur Schlösser knacken. Ja, und ein bisschen Kraft. Mehr Kraft habe ich auch noch. Wenn ich das hier mache, dann kann ich eben das Schloss knacken. Hätte ich in dem Fall sogar. Nee, hätte ich nicht ohne machen können. Das ist dann auch angepasst. Okay. Blutgeschoss. Können wir nicht auch mal probieren? Ah, Zermeer verfügen über drei einzigartige Disziplinen. Dramaturgie, vampirische Blutmagie. Das ist eben unterteilt in die verschiedenen Sachen. Unten rechts steht ja eben drüber das Dramaturgie, ne? Blutgeschoss ist es zum Beispiel. Dann das andere, was wir da hatten, dass denen übel wird und die sich übergeben müssen. Auspex, das zweite Gesicht, mit dem sie die Aura von anderen sehen können. Beherrschung, die Fähigkeit, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen. Was ziemlich geil ist. Auspex ist die Kraft, die Aura anderer wahrzunehmen. Die Farbe der Aura zeigt die Verfassung des Individuums an. Auspex erhöht auch ihre Wahrnehmung, was sowohl für den Fernkampf als auch für die Begabung Sinneswahrnehmung wichtig ist. Der Einsatz von Auspex stellt keinen Bruch der Maskerade dar. Da vorne befindet sich eine Wache. Setzen Sie Auspex ein, um Ihre Aura durch die Maschinen zu sehen. Gut. Ist halt noch so voll sinnlos. Weil man sieht so spät erst, seht ihr? Wie. Wie konnte der mich sehen? Naja, wartet mal. So, Waffe. Jetzt hat. Weil ich nicht geschlichen bin, vielleicht war ich zu laut. Okay. Wir treffen uns da drüben. Don't let him catch you. Kein Problem. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, ruf den Präsidenten an. So, sneaky, sneaky. Ja, Dramaturgie ist Maskeradebruch. So, wir sollen die Läuterung machen. Das haben wir sogar schon mal gemacht. Da kann ich jetzt einfach so rein. Wow. Leben die noch? Ja. Aber nicht mehr lang wahrscheinlich. Ich hätte jetzt einfach so an ihnen vorbei können. Weil, habt ihr ja gesehen, die sind einfach stehen geblieben. Aber ich möchte ein bisschen kämpfen üben. Ich hoffe, das darf ich nicht, dass jetzt gescheitert ist. Also dieses Stotterer, das muss ich auf jeden Fall noch in den Griff kriegen. Das ist nicht so geil. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Lass mich mal kurz schauen. Ist hier vielleicht irgendwas, was ich einfach umstellen kann? Anzeige, Anzahl Schatten, Kampfeffekte,
Schalte die meisten Mündungsfeuer, Kugelspuren, die meisten Schwertikel. Ich meine, mein PC ist super, das kann ich nicht sein. Was ist denn das eigentlich? Okay, kann ich sowieso jetzt nicht machen, weil es nur gestartet werden müsste. Aber ich glaube, es liegt echt einfach nur daran, dass es nicht. Also ich muss einfach neu starten, glaube ich. Ich kann es mir sonst nicht erklären. So, was ist hier noch? Wahrscheinlich nochmal irgendeine Fähigkeit, die ich machen muss. Okay, das ist jetzt das, wo er wahrscheinlich so lachen oder tanzen wird. Und ich dann einfach an dem vorbeischleichen kann. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir den markieren. So. Ja, der tanzt. Eigentlich mega lustig. Der ist einfach aber jetzt abgelenkt. So, genau. Das weiß ich auch, wie das funktioniert. Hier können wir schleichen. Wir können uns hier so Dosen nehmen oder irgendwas und eben so eine Wache ablenken. Und der schaut dann dort nach. Fand ich auch sehr cool. Gab es auch nicht oft früher. Gangbangers protecting their turf. Oh man, I'm here thinking it's Sabbat moving up in here. It's the fucking locals about to take one for the hood. Also, was machen wir? Yeah, they probably seen too much. Here, take this 38. Fucking pea shooter, but a few shots in it'll take down a human. Danke. Well, I'm gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still. Kindred's gotta keep up with the times. And in modern day Los Angeles, that means coming strapped. Nutzlos gegen Vampire? Oh, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, I tell you. Ich schreib's mir hinter die Ohren. Head up and clear out what's left of them. Can't have them running their mouths about any of this. I'm gonna make sure there's no stragglers around outside. Gut. Ja. Das speichere ich mir alles, Leute, weil ich kenne das sowieso. Ich muss jetzt auf jeden Fall diese Döschen hier abschießen. Oh nein. Das wollte ich nicht machen. Na, ich treffe ja super. Aber die verzieht aber auch, oder? Leute. Ich mache das jetzt so. Ich benutze in diesem Spiel keine Waffen. Es macht hier einfach keinen Spaß. Was ist denn hier noch drin? Gar nichts. Da kann ich nichts machen. Na gut. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Zweiten. Na, vermutlich hätte uns aber die Waffe halt nicht zum Spaß gegeben. Auspex will ich nicht. Befähigen fand ich eigentlich. Blutmacht. Blutläuterung. Das Blutgeschoss möchte ich gerne ausprobieren. Kriegen wir nämlich Blut dazu, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnern kann. Was sind die Menschen? Wow! Also, ihr seht, ich bin super mit Waffen. Boah, nee, einfach nein, einfach nein. So, geht besser. Sollen wir kurz checken? Tödlichkeit ist besser. Grundschaden ist gleich. Gut, benutzen. Nehmen wir jetzt den Basie. Und dann ist gut. Okay. Kann ich bitte raus aus diesem Ding? So. Trinken können wir nämlich zwischendrin auch, und weil wir in der Kampfzone sind, können wir noch austrinken. Alles easy going. Und dann geht es uns gleich wieder gut. Na? Na du? That's it, kiddo. Just like that, and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night, night, night. Night, 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 night. Und das war's schon? Es ist alles vorbei? Until the next night, when the Camarilla finds somewhere to strike back.
Parry, dodge, spin and all that, and so on and so on and so on. Das geht also immer so, ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen. Well, to be honest, you came at a, an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabat. Now, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred at stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. Lot of tension out there. Lot of fear. Lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity. Jetzt komme ich nicht mehr mit, Jack, doch. I think they're looking for you outside. Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. Das werde ich, aber ich möchte die Waffe behalten. Nee, sicher, hier hast du deine Waffe. If you make it back, stop in at the last round. It's this bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Okay. That's the stuff that'll kill you. Alles klar, downtown? Eine Bar? Last round. Ja, Erfahrungspunkte habe ich bekommen, das weiß ich. Will ich jetzt noch nicht vergeben? Boah, Leute, das ist eine lange Folge. Aber wir machen jetzt gleich einen Cut. Das ist unsere Zuflucht. Wir machen jetzt sofort einen Cut. Wir vergeben die Punkte in der nächsten Folge. Schauen uns hier auch in der nächsten Folge genauer um. Danke, Leute, fürs Zugucken. Und bis morgen zu einer neuen Folge Vampire The Masquerade Bloodlines. Ciao.